Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge. Ich habe es ja gleich mal im neuen Jahr richtig verbockt, wie einige schon gelesen haben. Ich habe nach langer Pause wollte ich voller Elan wieder dran gehen an die Sache und habe es ja so richtig versaubeutelt. Ich habe die komplette Folge und die dazugehörigen Aufnahmen hatte ich alle gelöscht. Jetzt habe ich einige wieder hergestellt, habe leider nicht mehr alles zurückholen können. Ja, hier zum Beispiel, ich habe quasi meine Neujahrsansprache, war nicht viel, ja, war nichts Wichtiges, außer dass ich mich nochmal ganz herzlich bei euch allen bedanken wollte. Das ist leider alles weg. Ich habe jetzt aus den Aufnahmen, die ich zurückholen konnte, so ein bisschen einen Film von der ersten Woche zusammengeschustert. Ich hoffe, es gefällt euch trotzdem ein bisschen. Nochmal sorry, dass das alles so lief jetzt. Aber es kann jetzt noch besser werden. Vielleicht sollte ich keine Pause mehr machen. Wer weiß. Ich wünsche euch jetzt trotzdem viel Spaß beim Zuschauen. Und bedanke mich jetzt schon fürs Zusehen. Ich wollte gerade umsatteln, oder beziehungsweise habe den Vierachser habe ich jetzt abgehängt. Wollte ich meinen Dreiechser aufnehmen, jetzt steht hier die schöne Hebebühne mittendrin im Weg und ist komplett rot. Ja, Akku leer, jetzt muss ich gucken, dass ich hier irgendwie dran komme an meinen Dreiechser und vor allen Dingen, dass ich den dann hier wieder rausbringe. Ach, sollte aber gehen. Sollte gehen. Ist alles läuft schon wieder. In mir läuft die Brühe. Es ist Wahnsinn. Ja. Sollte gehen. Sollte gehen. So. Sorry. Wegen der Kameraführung. Jetzt sind wir dran. Ging. So, mache jetzt meinen Kram dran und dann kommen wir endlich raus. Es wieder läuft wieder wie Sau heute Morgen. Geht's gerade mal los in diesem Jahr, ne? Und ich bin schon wieder am Abdrehen. Schlimm. Thank you.
So, laden. Ja, der Schild reinklappe. Also das hier ging jetzt richtig gut. Normalerweise draußen, wenn du das machen musst. Und dann
da hängt in jeder Rille hängt halt irgendwelcher Boden, irgendwelcher Dreck drin. Ja, und dann brauchst du schon oft einen Hammer, um das dann, um die Bolzen zum Beispiel rauszubringen. So, ich werde jetzt nochmal gerade ziehen. Ich muss mal gucken, ich glaube auf der linken Seite bin ich, oder auf der rechten Seite bin ich definitiv zu hoch. Oder auf der linken Seite zu tief. Je nachdem, von welcher Seite man kommt. Klickt das euch noch schnell. So. Also, mein Blut ist voll, ist gut. Gleich wieder gute Ladung. So. Hot ist es. Verflackung an, Attacke. Halb elf, zehn sollte ich da sein. Ja gut. Was soll denn dann? So, halb drei. Ich sattel jetzt um bzw. ab. Die Werkstatt ist schon da. Habe ich irgendwie falsch verstanden. Ich dachte, die kommen erst um 4 Uhr. Tut mir leid für die zwei Jungs, die stehen schon hier und wollen das Fahrzeug holen. Naja, egal. Wie gesagt, ich fahre drüber, Sattel ab. Dann nicht für heute habe ich Ruhe. Morgen wird dann auch nicht sein, vermute ich. Dann wird es erst wieder um Mittwoch weitergehen, denke ich. Mit der Fahrerei. Gehen wir mal aus davon. Hallo am Donnerstag. Donnerstagmorgen haben wir es den 4. oder 5. 1. Ich weiß es gar nicht genau. Dürfte der vierte sein. Ja, das Jahr ist schon so lange. Heute Morgen ist der erste quasi offizielle Arbeitstag. Ich war zwar am Dienstag schon hier, der zweite, heute ist der vierte, genau. War zwar am Dienstag schon hier, einige Maschinen in die Werkstatt fahren, das mache ich jetzt auch nochmal. Ich lade jetzt hier den 946. Da geht die Schere nicht mehr ab vorne dran, muss ich dann mit Schere rüberfahren. Tausche ein paar Maschinen, fahre die hin und her, dann lade ich eine Maschine, wahrscheinlich 938, und der geht dann rüber nach Mainz ins Kraftwerk. Ja, mal gucken, ob ich hier Reifen habe oder so. Ist hier irgendwas an? Die Bagger stehen alle so, ne? Das ist doch wieder scheiße. Das Riesenteil hängt da vorne dran. Der Schnellwechsler ist irgendwie kaputt oder so. Der geht nicht ab. Ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall fahre ich den mit der Schere jetzt rüber in die Werkstatt. So, das dürfte reichen nochmal. Ne? Mir reicht schon. Ne? Gut, immer abhängen. Und gucken, wie ich den Bagger da drauf bringe, ohne. Hier liegt ein Reifen. Chaos. Bis gleich. Thank you.
Thank you.
Ach ja, wieder der halbe Tag rum. Jetzt 10 nach 2. Das Wetter wird bei uns nicht besser irgendwie. Keine Ahnung. Ich habe jetzt den 938, der steht hier vorne hinterm Radbagger. Habe ich jetzt hier rein in die Werkstatt. Und den 946 geladen. Der geht jetzt rüber nach Landstuhl, das mache ich jetzt gleich. Dann werde ich später, wenn ich wieder hier bin, werde ich noch einen Bagger vorladen. Entweder lade ich den Brecher vor für Roggehause oder lade ich einen Bagger für Mainz und ich denke, ich werde Brecher für Roggehause laden. Dann habe ich den schon mal aus dem Kreuz quasi. Vielleicht dann morgen früh fahre ich eine halbe Stunde früher los und mache das dann. Fahre dann den Brecher in aller Ruhe runter und dann komme ich her, lade 938 für nach Mainz runter. So, ich bin jetzt hier im Landstuhl. Hab mich schon richtig geärgert stellenweise heute. Es ist einfach, es sind so viele, ja, Hirnlose einfach unterwegs. Nochmal, weiß Gott nicht, dass ich alles richtig und alles gut mache. Ja, aber das ist doch schon, wie sich dann manche stellenweise verhalten. Ja, jetzt weiß ich nicht, muss der darin. Ich fahre einfach da rein, alles ist gut. Ich echt da vorne selber an die Seite. Wie gesagt, ich mach du Scheiße. Steht alles voll mit Wasser. Ich stelle mich hier erst selber an die Seite, falls hier fahren doch das eine oder andere Fahrzeug durch. Dann mache ich mal den Bauzaun auf und dann sehen wir weiter. So, sollte passen, ne? Sollte passen. Geh schnell raus. Guck mal, Aufnahme stoppen. Thank you.
jetzt stehe ich hier, die Brecher stehen ganz dahin. Ne? Und es hat noch keiner zusammengebaut. Jetzt, ja. Egal welchen ich jetzt nehme, das ist sowieso der falsche. Also, ich gehe jetzt mal eine Stufe ausziehen und dann baue ich einen Brecher zusammen und werde ihn noch laden. Ist halt so. Ne, war. Film nicht dich, sondern Film raus, Meister. Machen wir schnell. Im Moment regnet es nicht. Meine alte. Aua, alte Stützhelm wollte ich sagen, aber es ist ja gar keiner. Und gucke mal, welchen. Ich denke, der hier links hinter dem Band steht. Es wird am einfachsten sein, wenn ich den zusammenklappe und den dann quasi hier auf dem Asphalt dann runterfahre. Müsste dann auch noch ein Band runter, oder? Ein langes Band müsste dann auch noch runter, ja. Voilà. Guck mal.
Ich habe den R938 geladen, bin mit dem jetzt mittlerweile in Mainz und im Kraftwerk gerade am Abladen hier. Ja, einige der Aufnahmen zwischen dem B- und Entladen, die fehlen einfach, die sind einfach weg. Deshalb kann ich euch leider nur Bagger B- und Entladung am Stück zeigen quasi. Ab und zu ist mal ein bisschen Gelabere von mir zwischendrin. Ja, es war hoffentlich die letzte Folge, die in dieser Form erschienen ist. Kratzer gegeben, aber wichtig ist, die Bordsteine sind ganz. Nur alles halb so wild. So, ja, das alles, was ich vorhin gesagt hatte, hat sich gerade erledigt. Das Blatt. Ich hoffe nur der Außen. Ich hoffe nur der Außen.
doch alles scheiße. Immer dann, wenn man es nicht braucht, oder? Naja, ich lade mal ab. Ja, das Rad macht meine ganze Planung jetzt zunichte. Eigentlich hätte ich jetzt noch heute Abend Bagger getauscht und hätte vorgeladen und wäre morgen früh bei Zeit los, aber das. Morgen fahre ich dann nichts mehr. Ich mache dann nur noch die Bagger tauschen und werde wahrscheinlich vorladen. Morgen früh wechsle ich dann erst das Rad. Wie gesagt, die Bagger im Hof hin und her fahren, will ich euch nicht mehr unbedingt zeigen.
Ja, würde ich sagen, machen wir Schluss für diese erste Folge. Leider, wie gesagt, ich wäre morgen früh gerne noch, hätte morgen früh gerne noch den 336 hierher gefahren. An die andere Baustelle da oben. Aber was das ist, ist nicht. Ich hoffe, dass ich jetzt noch nach Hause komme, so, dass das Rad nicht wegfliegt. Dann bedanke ich mich ganz herzlich fürs Zusehen. Drin. Ich hoffe, die erste Folge 2024 war zufriedenstellend. Wie es weitergeht, weiß ich nicht. Sehen wir dann nächste Woche. Nächste Woche ist ja auch der, am 8.1. ist ja auch der große Streik. Weiß ich gar nicht, ob da überhaupt irgendwas läuft. Schauen wir mal. Bleibt gesund, habt Spaß. Haut rein. Bis denn. Und vielen Dank für alles. Ciao. Halt. Sorry. Ciao.